Unerreicht und abgründig spielt Gustav Gründgens den Mephistopheles in Johann Wolfgang von Goethes Faust, der Tragödie erster Teil. Aus des Pudels Kern entschlüpft, erklärt sich der Teufel Baal, Fliegengott, Dr. Faustus als Prinzip des Widersachers. Ein das Sein verachtender Widersacher, der aber durch Rechte und Pflichten in ein größeres Sein eingebunden ist und mit dem sich daher auch ein Pakt schließen ließe. Goethe umreißt in dieser Szene das ganze Wesen, Wirken und Wollen des Bösen in seinem Widerstreit mit dem Guten. Und das in einigen wenigen Zeilen. Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Diesem Rätselwort Mephistopheles wollen wir im heutigen philosophischen Gespräch über den archetypischen Kampf des Guten gegen das Böse oder wie die zersetzenden und aufbauenden Kräfte miteinander um die Welt, den Menschen, um Sein oder Nichtsein ringen, auf den Grund gehen. Gibt es diesen Kampf tatsächlich? Wie schlägt er sich in Philosophie und Geistesgeschichte nieder? Woran erkennt man beide Lager? Was wollen die beiden Lager eigentlich? Wie kam das Böse in die Welt? Woraus speist es sich? Und wie spielt da jeder Einzelne mit? Dies sind einige der Fragen, die wir heute untersuchen wollen. Herzlich willkommen zum philosophischen Gespräch im Mai 2018, liebe Zuschauer und Jochen Kirchhoff. Heute wird ja gemeinhin gerne relativiert. Gut und Böse gäbe es gar nicht. Der Teufel ist allenfalls missverstanden oder tollpatschig liebenswürdig. Alles sei relativ. Anything goes, ein bisschen moralischer Relativismus, beziehungsweise alles ist eins, so heißt es bei den Spirituellen. Dualismus ist out. Jochen, ist das so haltbar? Oder gibt es ein richtig und falsch, ein gut und böse, Wahrheit und Lüge? Da ist man natürlich in einem abgründigen Thema, das ja auch zu tun hat mit der kosmologischen Grundfrage, auch der Frage der Psychokosmologie. In was für einer Welt leben wir? Nicht? Das ist ja die entscheidende Frage, die uns immer wieder beschäftigt und immer wieder beschäftigen wird. Und da spielt natürlich die ganze Frage Gut und Böse oder Kosmos-Chaos oder das Gegeneinander grundlegend verschiedener Prinzipien eine entscheidende Rolle. Der Relativismus, den du ansprichst, der ist natürlich im Westen besonders sehr verbreitet. Dieses Anything goes. Auch in der spirituellen Szene kann man oft in Diskussionen hören, auch bei buddhistischen Geistern oder Leuten, die Advaita zugewendet sind. Es gibt das überhaupt gar nicht. Wer ernsthaft annimmt, es gibt ein Gut und ein Böse und gar noch als ein kosmisches Prinzip, der erntet oft ein hochmütiges Lächeln, das ist sozusagen obsolet. Das ist die Frage. Was ist das Gute, was ist das Böse? Ist auf jeden Fall eine abgründige Frage, die jeden in irgendeiner Form beschäftigt. Und das soll uns ja auch heute hier beschäftigen. Und der Relativismus, das Anything Goes, führt nirgendwo hin. Genauso wenig wie ein extrem vorangepeitschter Fundamentalismus im Sinne einer religiösen Grundvorstellung, noch dazu verbunden mit Fanatismus, mit Dogmatismus und Gewalt. Das beides sind Irrwege oder Wahnwege, das führt uns keinen Millimeter weiter. Das ganze Thema ist würdig, ist tief und eingehend auch philosophisch zu betrachten und verschiedene Gesichtspunkte anzuführen. Und das wollen wir. Und wir wollen versuchen, dass wir einige zentrale Aspekte dieses Themas wirklich so intensiv und differenziert, wie das möglich ist, in diesem Rahmen ansprechen. Das betrifft ja den Konflikt zwischen Dualisten und Monisten. Also ich weiß nicht, ob man Relativisten, ob das nochmal ein drittes Lager ist. So nach Einstein und so. Welche sind denn, also nennen wir sie die Dualisten, die Monisten, Schrägstrich Relativisten. Welche sind die bedeutendsten Schulen und Geistesströmungen beider Lager? Also die Welt eher in Gut und Böse aufgeteilt sehen und die das alles als eins betrachten, beziehungsweise relativ? Naja, da gibt es natürlich eine lange Geschichte, die hier auch nur in kurzer Form darzustellen, genau, würde viel zu weit führen. Aber es gibt natürlich grundsätzlich diese Gegensätze. Also ein Monismus, eine monistische Weltbetrachtung geht davon aus, es gibt im Grunde genommen eine Weltebene, wie man das nennen kann. Und auf dieser einen Weltebene, und sei sie ganz tief, abgründig tief, in die tiefsten Tiefen der Welt reichen,
aus dieser einen Ebene ist alles zu erklären. Das heißt, dann kann es kein Gegenprinzip geben, das auch eine ewige, eine sozusagen metaphysische Eigenexistenz hat. Das wäre ja dann etwas anderes. Das sind ja Urfragen, die uns ja immer wieder angesprochen, die von uns immer wieder angesprochen wurden. Auch die Frage, zum Beispiel, wir haben ja über den Raum gesprochen, was ist Gott und was ist der Raum? Ist der Raum etwas von Gott Unabhängiges, was ja schon im 18. Jahrhundert diskutiert wurde, oder ist Gott eigentlich der Raum selber? Und wie hängt das zusammen? Wenn Gott nicht der Raum ist und der Raum eine Eigenexistenz hat, gibt es eine eigene ontologische Realität in der Welt, unabhängig vom Göttlichen. Und das würde schon dem Monismus widersprechen. Mhm. Also Dualismus ist einfach, es gibt zwei Prinzipien. Man kann ja der Auffassung sein, es gibt noch mehr Prinzipien als nur zwei. Mhm. Auf jeden Fall, der Monismus geht von einer Weltebene aus. Das alles lässt sich daraus ableiten. Was man für, sagen wir mal, antagonistische Prinzipien hält, ist im Grunde genommen nur eine Manifestation eines Prinzips. Mhm. Oder man sagt, es gibt in der Tat grundlegend verschiedene Seinsebenen. Das kann man ja auch mit der physisch-sinnlichen Welt und der metaphysischen Welt sagen. Es mhm. ist ja genau das Gleiche. Da gibt es ja auch den Dualismus und den Monismus. Und dualistisch im Sinne der Gut-Böse-Frage ist einfach die Annahme, es gibt das Böse und es gibt das Gute als zwei ontologische in der tiefsten Wirklichkeit verankernde Prinzipien, antagonistische Kräfte. Das eine kann das andere nie vollkommen eliminieren. Das ist immer da. Beide Prinzipien sind immer da. Der Mensch hat diese Prinzipien hinzunehmen. Er kann nicht das eine auf das andere zurückführen. Das ist was vollkommen anderes. Übrigens, in den meisten religiösen Strömungen, auch spirituellen Strömungen, ist das sogenannte Böse dem Guten untergeordnet. Also das wäre auch nochmal eine andere, das wäre gar kein reiner Dualismus dann, wenn das Böse... Nein, enden. Im Judentum zum Beispiel ist es so, da gibt es ja in dem Sinne den absoluten Widersacher gar nicht. Der Satan ist eigentlich eine Bezeichnung für Engel oder einen Menschen, der vor einem göttlichen Gerichtshof sozusagen Anklage erheben kann. Meistens ein Engel, der als Satan bezeichnet wird. Etwa im Buch Hiob, das kommt ja auch noch vor, bei Goethe im Faust, der hat das ja aufgegriffen, da ist also der Teufel sozusagen ein Diener des Gottes. Und es gibt andere Vorstellungen in anderen Religionen, da ist das auch so. Im Grunde genommen wird in kaum einer Religion angenommen, dass der Teufel oder das Böse schlechthin eine eigenständige metaphysische Existenz hat, die vollkommen unabhängig ist, die Gott auch nie eliminieren könnte, mit Ausnahme ganz weniger Strömung, etwa die auf Zarathustra zurückgehende Vorstellung Augurmastan und Ahriman, also zwei grundlegend verschiedene, absolut seiende Prinzipien, wobei das eine Prinzip das andere nie vollständig eliminieren kann. Und der Weltprozess ist sozusagen davon abhängig von diesem Wechselspiel der Kräfte. Geschichte und das Werden und Bewusstseinswerden aller Menschheiten auf allen Gestirnen ist damit verbunden. So sieht es ja auch der Philosoph Helmut Krause, auf den wir auch noch eingehen werden, der auch einen radikalen, nicht auflösbaren Dualismus, was diesen Punkt betrifft, favorisiert. Das wäre grundsätzlich verschiedene Dinge. Ja, also auf die Zoroastrier bin ich in meiner Recherche auch gekommen. Dann habe ich noch an die Manichäer gedacht. Ja, die sind ganz stark davon beeinflusst. Ah. Überhaupt hat Zarathustras Pitama, Klammer, dessen Lebenszeiten wir nicht kennen, aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er um 600 vor Christus gelebt hat, ungefähr zur Zeit von Lao Tse. Ungefähr. Mhm. Es gibt andere Sachen, die sind 1000 Jahre älter. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, er hat als erster den absoluten Dualismus von Gut und Böse in die Welt gesetzt. Und da knüpft ja dann der berühmte Text von Nietzsche an als Gegenprogramm. Weil Zarathustra der Erste war, ist er auch als eine Kunstfigur bei Nietzsche der Erste, der diesen Gegensatz dann auflöst im Sinne von, es gibt ihn gar nicht. Das ist eine Fiktion. Und dann auf der anderen Seite hast du starke Beispiele für Monisten. Ja, Monisten sind zum Beispiel ist die ganze Advaita-Lehre in Indien. Das ist im Grunde monistisch. Das heißt aber nicht,
dass es nicht auch das Böse gäbe. Es hat aber einen anderen Charakter. Es ist letztlich eingebunden. Das ist auch im Buddhismus so. Der Buddhismus ist eigentlich auch monistisch. Es gibt in dem Sinne kein an sich seines metaphysisches Prinzip, was man als das Böse bezeichnen kann. Aber es gibt natürlich das Prinzip des Bösen, Mara, auch im Sinne der Unbewusstheit. Der Mensch wird immer wieder neu verstrickt in die Inkarnationen, weil er sich nicht lösen kann vom fleischlichen Begehren und von der Gier überhaupt, dem Verhaftetsein. Und das ist in diesem Sinne böse, in Anführungszeichen, weil es den Menschen hindert. Es ist eher das Unbewusste. Es ist aber in dem Sinne kein absolut böses Prinzip. Ein bisschen anders ist es in den Upanishaden. Da gibt es schon auch die Vorstellung eines Geisterringens, obwohl das nicht im Zentrum steht. Letztendlich ist Brahm, Brahman die eine Urquelle. Und da gibt es natürlich auch dieses Element von Kampf. Ich habe mal hier eine kleine Stelle nur rausgefunden aus den Upanishaden, die will ich ganz kurz vorlesen, weil viele das nicht wissen, weil sie nur denken, das sei ein monistisches Prinzip, was es primär auch ist. Da gibt es eine Passage in den Upanishaden, die einen ganz anderen Charakter hat. Da heißt es hier nämlich unter der Überschrift der Kampf, ist die einzige Stelle überhaupt, wo das so auftaucht. Ich lese es mal kurz vor, ist nicht lang. Nur das, weil viele das einfach nicht zur Kenntnis genommen haben, dass es auch diese Facette gibt. Mhm. Gott hat die Götter geschaffen und auch die Dämonen. Es gibt auch die Dämonen. Da werden wir noch drüber sprechen, auch im Zusammenhang mit den Mythen. Aber die Dämonen sind älter als die Götter. Diese stritten um den Besitz der Welt in Leidenschaft und Besonnenheit. Die Götter sprachen, lasst uns die Dämonen besiegen, indem wir Gott preisen. Und sie traten vor die Stimme hin und sprachen, künde du uns den Hochgesang. Die Stimme willigte ein und redete zu ihnen. Ja, sie sprach zu ihnen wunderbare Dinge, aber das Beste behielt sie für sich. Da ahnten die Dämonen, dass dies zu einem Mittel werden könnte, sie zu besiegen. Und sie stürzten auf die Stimme los und schlugen sie mit einem Übel. Daher kommt es, dass man hier neben dem Wahren auch Unwahres redet und das Letzte nie sagen kann. Da gingen die Götter zu dem Geruch und sprachen, künde du uns den Hochgesang. Den Geruch will ich da ein, wie sie alle reinen Düfte atmen. Und es blühte empor wie Rosen, aber das Beste beht es für sich. Da ahnen die Dämonen, dass dies zu einem Mittel werden könnte, sie zu vergessen. Und sie stürzten auf den Geruch zu und schlugen ihn mit einem Übel. Da kamen die Götter zum Auge und sprachen, künde du uns den Hochgesang. Das Auge willigte ein und wies ihnen alle Schönheit und Größe der Welt, aber das Beste behielt es für sich. Da ahnen die Dämonen, dass dies zu einem Mittel werden könnte, sie zu vernichten. Und sie stürzten auf das Auge los und schlugen es mit einem Übel. Daher kommt es, dass man oft das Wichtige um des Unwichtigen willen übersieht und den Blick verliert für wahre Größe, also letztlich sind es die Sinnesorgane, ich habe etwas ausgelassen. Da kamen die Götter zur Seele, Atma, und baten, künde du uns den Hochgesang. Und die Seele willigte ein und sang aus tiefem Herzen. Und es lag alles vor ihnen offen, Himmel und Erde, und sie fühlten Gottes Atem. Da ahnten die Dämonen, dass dies zu einem Mittel werden könnte, sie zu vernichten. Und sie stürzten auf die Seele zu und wollten sie mit einem Übel schlagen. Aber wie wenn Glas auf einem Felsen zerschmettert wird und in tausend Atome zerstiebt, so zersplitterten sie und zerstoben nach allen Seiten. Also siegten die Götter und die Dämonen unterlagen. Wer diesen Sinn erfasst, wird lernen. Also eine ganz andere. Das heißt, der Atma sozusagen ist die Bastion gegen die Dämonen. Das war so eine interessante Passage, die häufig übersehen wird. Aber letztendlich sind die Upanishaden eine monistische Lehre. Okay. Du hast schon die Mythen und die Götter angesprochen. Ja. Da würde mich jetzt interessieren, wie das bei Hellenen und Germanen war. Dort gab es die Götterwelt, aber so wie ich das verstanden habe, auch ein untergeordnetes Böse oder gar nicht so wirklich ontologisch Böse. Es gibt ja den Loki, den Schalktreiber. Wie wird der Widersacher, wie wird das Böse in diesen beiden Kulturräumen imaginiert? Naja, in Griechenland ist das sehr komplex.
da muss man unterscheiden zwischen der offiziellen hellenischen Religion und diesen orphisch-pythagoreischen Unterströmungen, in denen das Böse eine ganz andere Rolle spielt. Das muss man auch auseinanderhalten. Okay. Das Orphische ist ja eine ganz eigene Lehre, die ja auch etwas, wie soll ich sagen, etwas Gnostisches hat. Da ist dann auch der Fall in die Körperlichkeit ein Verhängnis. Der Mensch hat sich herauszuarbeiten. Das ist ja in den griechischen, hellenischen Religionen eigentlich nicht so. Da gibt es dann auch das Böse, aber nicht als ein eigenes Wirkprinzip. Anders bei den Orphikern und auch im eleusinischen Demeterkult ist es ein bisschen anders. Und die Grundvorstellung der Griechen ist ja, die Welt als Ganzes ist ein Kosmos. Im Sinne von ein geordnetes Ganzes, auch harmonikal, klanglich geordnetes Ganzes. Es gibt aber auf dem Untergrund dieses Kosmos das Chaos, etwa um 700 vor Christus taucht das auf, bei Hesiod. Das ist sozusagen die Urlehre, die Unordnung, das Urprinzip, aus dem alles entstand, aber ein ungeordnetes, ein chaotisches Prinzip. Und aus diesem chaotischen Prinzip entwickelt sich dann der Kosmos. Und das ist ein Grundwiderstreit, der in der ganzen griechischen Geistlichkeit eine zentrale Rolle spielt. Aber letztendlich ist es so, dass das Chaos dann überwunden wird. Aber es kann immer wieder herausbrechen. Diese Vorstellung findet man ja dann viel später auch bei Jakob Böhme, bei Schelling, dann auch bei Krause. Und so, darauf werden wir ja noch eingehen. Da geht es dann über in die deutsche Philosophie. Da geht es dann zu der deutschen Philosophie über. Und auch hier, wir haben schon den Faust angesprochen, werden es ja auch noch tun. Da sagt der Faust dann zu Mephisto, was anders suche zu beginnen, das Chaos wunderlicher Sohn, nennt er ihn, ja. Bei den Germanen ist es auch wieder anders. Ich glaube, da muss man grundsätzlich fragen, was sind überhaupt Götter? Das können wir hier nur kurz ansprechen. In allen Mythen dieser Welt, bei den Indern, bei den Kelten, bei den Germanen, was sind denn überhaupt diese Götter, die ja auch gestalthaft auftreten? Sind das sozusagen idealisierte Formen oder fantastisch überhöhte Menschen oder sind das Prinzipien? Was ist das überhaupt? Wenn man in Griechenland ist und guckt die Statuen an, diese bildhafte und auch ästhetisch wundervolle Welt, fragt man sich, was liegt dem zugrunde? Was ist das überhaupt? Bei Homer zum Beispiel tritt die griechische Götterwelt bereits perfekt auf. Sie ist da, sie ist vorhanden. Kein Mensch weiß, wie sie entstanden ist. Was ihr zugrunde liegt. Was sind das für Gestalten? Wer ist Zeus? Wer ist Aphrodite? Was ist das alles? Das sind ja alles Abgründe. Ich vermute, dass das, was uns Schelling auch andeutet, in seinen mythischen Betrachtungen, Philosophie der Mythologie, dass das letztlich ganz uralte Strömungen und Prinzipien sind, die in die kosmische Geschichte hineinreichen. Um das zu enträtseln, müsste man die Vorgeschichte der Gestirne kennen. Das ist ein riesiger, großer Ablauf. Und da könnte man dann vielleicht das eine oder andere erhellen. So jedenfalls ist es kaum möglich. Es bleibt ein Rätsel. Und damit auch die Frage, wie würde eigentlich das Böse da gesehen? Das gibt es ja für die hellenische Welt, in diese hellenische Götterwelt, so nicht. Aber es gibt es in den Mysterienkulten. Da taucht es auf, immer wieder. In welcher Form? Ja, das Böse ist im Menschen angelegt. Also auch wieder. Es gab einen Göttersturz. Es gab einen Göttersturz. Und eigenartige Vorstellung, die das auch vorliegen. Und im Menschen, der heranreift und seinen Weg geht, gibt es immer Elemente dieser Dämonen, weil die sind zerschmettert worden und auch zum Teil hat sich Zeus gegessen, eine der Vorstellungen. Und die sind im Menschen drin und der Mensch muss sich vom Bösen befreien, indem er sich läutert. Ein Läuterungsprozess über Einweihungen, über strenge Exerzitien und so weiter, ganz extrem im eleusinischen Demeterkult. Also da ist der auch ein Stück weit, ich sagte es ja schon, auch gnostisch, der Fall in die Körperlichkeit ist bereits
nicht das Desaster vielleicht, aber eine schwierige Situation. Der Geist fällt in die Materie. Was macht er nun damit? Und das ist, das schwingt damit hinein. Aber da können wir ganz lange drüber reden. Ich habe ja versucht, in meinen Vorlesungen zu diesem Punkt, haben wir auch auf unserem Kanal einige Vorträge dazu, auch zu dem Kult der eleusinischen Demeter und zu den griechischen Vorstellungen darüber. Also das nur ganz knapp gesagt, weil es wäre ein eigener Diskurs, das hier sehr differenziert zu behandeln. Was ist denn deiner Einschätzung nach die beste Erklärung, wie denn das Böse in die Welt kommt? Was sind deine persönlichen Favoriten? Ja, das ist natürlich eine der abgründigsten Fragen, die man überhaupt stellen kann, wie das Böse in die Welt kommt. Einige Persönlichkeiten, die darüber intensiv nachgedacht haben. Der eine ist der von mir auch hochgeschätzte Jakob Böhme, der das in auch christlich verpackten Bildern darstellt, aber dahinter steht noch was anderes. Es ist auch wie ein kosmisches Ring. Dann Schelling, darüber werde ich gleich was sagen, und auch wenige andere, etwa der Philosoph Helmut Krause im 20. Jahrhundert, der das auch auf eine andere Weise aber auch versucht zu denken. Und ich versuche es auch zu denken, die ganz verkürzt würde ich mal sagen, wie kommt das Böse in die Welt? Weil es immer da ist. Also es entsteht eigentlich nicht, es manifestiert sich nur. Es ist nicht vollständig eliminierbar. Es tritt nur zu bestimmten Phasen der Geschichte in die Erscheinung. Sehr schön hat das Schelling auf den Punkt gebracht, in seiner mittleren Phase, wo er stark von Böhme beeinflusst ist. Und das finde ich so gut, dass ich noch mal 2, 3 Stellen hier gerne lesen möchte und will das mal darstellen. Das würde im Wesentlichen auch dem entsprechen, wie ich das sehe, mit aller Vorsicht gesagt. Nicht einfach, mal an die Zuschauer gewendet, Schelling ist kein einfacher Autor, aber ich lese mal diese 2, 3 Stellen vor. Schelling: Nach der ewigen Tat der Selbstoffenbarung des Göttlichen in der Welt ist nämlich in der Welt, wie wir sie jetzt erblicken, alles Regel, Ordnung und Form. Aber immer liegt noch im Grunde das Regellose, als könnte es einmal wieder durchbrechen. Und nirgends scheint es, als wären Ordnung und Form das Ursprüngliche, sondern als wäre ein anfänglich Regelloses zur Ordnung gebracht worden. Dieses ist an den Dingen die unergreifliche Basis der Realität, der nie aufgehende Rest. Das, was sich mit der größten Anstrengung nicht in Verstand auflösen lässt, sondern ewig im Grunde bleibt. Aus diesem Verstandlosen ist im eigentlichen Sinne der Verstand geboren. Ohne dies vorausgehende Dunkel gibt es keine Realität der Kreatur. Finsternis ist ihr notwendiges Erbteil. Dennoch wissen wir nichts, das den Menschen mehr antreiben könnte, aus allen Kräften nach dem Licht zu streben, als das Bewusstsein der tiefen Nacht, aus der ans Dunkel gehoben worden ist. Letztlich ist also für Schelling der Kosmos geordnetes Chaos. Auch hier liegt das Chaos zugrunde. Die zweite Frage, die Schelling hier berührt, ist ja die Frage, ist das Böse eigentlich eine positiv wirkende destruktive Kraft oder ist es nicht einfach nur das Nichtseinende, sozusagen das, was das Gute auslöscht, aber nicht als Eigenkraft, sondern wo es nicht da ist, entsteht eben das Böse. Schelling: Denn das Böse ist eben nichts anderes als das relativ Nichtseiende, das sich zum Seinen erhebt, also das wahre Seine verdrängt. Jetzt kommt ein wunderbarer Satz. Es ist auf der einen Seite ein Nichts. Doch bei Goethe auf. Mephisto sagt einmal, ich liebe mir dafür das ewig Leere, das wo gar nichts da ist, das ist nichts. Es ist von der einen Seite ein Nichts, von der anderen ein höchst reelles Wesen. Auch der Irrtum ist keine bloße Privation der Wahrheit, also im Sinne von Verneinung der Wahrheit. Es ist etwas höchst Positives.
es ist nicht Mangel an Geist, sondern verkehrter Geist. Ebenso, das Böse ist nicht bloße Privation des Guten, also Verneinung des Guten, nicht bloße Verneinung der inneren Harmonie, sondern positive Disharmonie. Letzter Punkt. Muss man auch mal sich vergegenwärtigen, um nicht naiven Vorstellungen anheimzufallen. Wir sind hier in einem Thema, das muss man grundsätzlich sagen, wo alle Naivität nicht am Platze ist. Irgendwelche Gutmensch-Vorstellungen, irgendwelche naiven moralischen Vorstellungen, wie sie hier verbreitet sind, treffen das Thema nicht. Es geht um was viel Tieferes, was Fundamentales, was auch in Abgründe hineinreicht, die den Einzelnen noch erschrecken könnten. Ja. Schenning nochmal. Bedenken wir, dass viele schreckliche Natur- und Geisterwelt und das weit mehrere, das eine wohlwollende Hand uns zuzudecken scheint, dann können wir nicht zweifeln, dass die Gottheit über einer Welt von Schrecken throne und Gott nach dem, was in ihm und durch ihn verborgen ist, nicht im uneigentlichen, sondern im eigentlichen Sinne, auch der Schreckliche, der Fürchterliche heißen könne. Es ist vergebliches Bemühen aus friedlicher Einsbildung verschiedener Kräfte, die Mannigfaltigkeit in der Natur zu erklären. Alles, was wird, kann nur am Unmut werden. Und wie Angst die Grundempfindung jedes lebenden Geschöpfs, so ist alles, was lebt, nur im heftigen Streit empfangen und geboren. Also auch bei Schelling, dass dem Sein etwas zugrunde liegt, etwas Furchtbares auch. Und viele sagen, ja, was ist denn das? Was für eine Phantasmagorie? Das brauchen wir doch gar nicht, das ist doch eine metaphysische Fiktion. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass der Mensch um die Abgründe seiner Existenz mehr weiß, als er meistens zugibt, weil es dem Mainstream-Konformismus widerspricht. Es gibt da ein, wenn man allein die Geschichte dieser Erde nur, ganz zu schweigen jetzt mal von anderen gestorben, wenn man nur die Geschichte dieser Erde oder dieser Erdlinge oder Erdbewohner sich anguckt, mit ihren furchtbaren Dingen, die da passiert sind, den Abgründen, die man kaum in Sprache bringen kann, die einen jeden zerschmettern würden, wenn er das mal wirklich in sich reinlässt, dann sieht man, da ist was angelegt, was sehr tief ist und was nicht einfach ist. Das heißt nicht, dass man sich davon knechten lassen muss, aber es ist ein Antrieb, ein Ansporn, da stimme ich Schelling zu, dass die Seele, der Geist wie immer, das eigene Selbst, zum Licht strebt und damit auch zur Form. Und das ist ein Kampf. Das Leben ist auch ein Kampf. Das hat nichts mit irgendwelchem martialischen Getöse zu tun. Das ist ein Kampf in der Seele, auch ein Ringen in der Seele. Bewusstsein ist auch ein Ringen um die Herausbildung des eigenen Selbst und um Harmonie und um Licht und um all das. Und das ist nicht einfach, weil man immer wieder dazu neigt, zurückzufallen. Also im Sinne von Evolution, Involution als Antagonismus. Also das will ich dazu sagen, das schwingt in dieses Thema mit hinein. Das mag viele erschrecken und sie wollen das nicht hören und streiten das ab oder sagen, das gäbe es nicht. Das darf es dann nicht geben, weil man da einen anderen Blick hat auf die Existenz. Aber ich finde, das ist da. Und das muss man bedenken, dass wie immer man das Böse ontologisch denkt, in der letzten Tiefe, es gibt aber einen furchtbaren Anteil, der im Menschen ja sowieso wohnt. Man ist ja nicht zu leugnen, dass der Mensch auch zum Ungeheuer werden kann, zur Bestie, zum absolut Monströsen sich entwickeln kann. Also Buddha und Bestie sind immer noch Entwicklungsmöglichkeiten in der menschlichen Existenz. Und das ist angelegt im Menschen. Das ist einfach so. Also der stehen sich Kosmos und Chaos gegenüber. Evolutive und involutive Kräfte. Ja. Beide sind angelegt. Und jetzt in deinem und Schellings Bild, ist das Böse nicht untergeordnet, sondern als eigene, nicht verdrängbare Wirklichkeit vorhanden. Was
genau will der Kosmos und was will das Chaos? Naja, da muss man, das ist ein, ganz einfach gesagt, könnte man sagen, da können wir nochmal gleich auf den Faust eingehen, weil es uns ganz schöne Anknüpfungspunkte bietet. Ja. Also eine Dichtung, aber eine geniale Dichtung, die einfach großartig ist und die immer noch ihren Wert behält. Also, was ist der Kosmos überhaupt? Ich vertrete ja eine Kosmologie, das habe ich ja auch in vielen Veranstaltungen auch gesagt, auch hier in verschiedenen Videos schon zum Ausdruck gebracht. In dieser Kosmos ist ja nicht nur ein physischer Kosmos. Dieser Kosmos ist auch ein metaphysischer Kosmos, beziehungsweise eine metaphysische Ordnung liegt dem physischen Kosmos zugrunde. Alles ist lebendig, überall ist Bewusstsein. Und es ist auch überall das Bewusstsein zu ringen. Und dieses Ringen ist auch ein Ringen zwischen zwei antagonistischen Prinzipien, eben zwischen dem Guten und dem Bösen, wenn man das so nennen möchte, Bewusstheit, Unbewusstheit und so weiter. Also beides schwingt ineinander. Das Chaos will, kann man sagen, das Nichts. Das ist der Sog ins Nichts. Nietzsche nennt das schon den Willen zum Nichts. Ich will auf Nietzsche noch eingehen, vielleicht auch in seiner ganzen Moralkritik. Es gibt einen Willen zum Leben und einen Willen zum Nichts. Es gibt einen Willen zum Nichtsein. Sein oder nicht sein. Sein oder nicht sein ist in gewisser Weise auch eine Grundfrage, nicht nur bei Hamlet, in dem berühmten Monolog, to be or not to be. That is the question. Das ist auch für, gilt auch für jeden einzelnen Menschen. Der Kosmos ist Ordnung. Was ist der Kosmos dann in einem sozusagen geistig-moralischen Sinn, in Anführungszeichen? Das ist auch ein karmischer Kosmos, sage ich auch immer wieder. Es sind karmische Prinzipien am Wirken, weil alles ist belebt. Das muss ich immer wieder sagen, auch wenn es vielleicht, weil ich es vielleicht so oft sage. Aber die Vorstellung der herrschenden Kosmologie ist nach meiner Überzeugung eine gigantische Illusion in dieser Form. Alles ist belebt, überall gibt es diese Prinzipien. Und überall gibt es auch dieses Geisterringen, in das wir eingespannt sind. Und was will der Kosmos? Der Kosmos will Ordnung und der Kosmos ist auch ein göttlich durchfluteter Kosmos in seinen schöpferischen Prinzipien, der auch zur Bewusstheit drängt und zieht und treibt. Es gibt also sozusagen höhere Geister, die den Menschen heranziehen, emporziehen mit allen Versuchungen. Das ist auch ein metaphysisches Konzept. Und das Chaos ist genau das Gegenteil. Dass sich fallen lassen, dass sie sich bequem machen. Und es kommt auch hinzu, was es ja auch im Judentum gibt, aber auch in vielen anderen Strömungen, siehe Fall des Luzifer, Sturz des Luzifer. Es gibt den Sturz. Es gibt immer auch die Möglichkeit, dass der Einzelne sozusagen aufsteigt zu einer hohen Bewusstheit, aber dann doch stürzt, abstürzt. Das Leben ist auch absturzgefährdet. Gibt es da an der Stelle eine Art Handschrift dieser beiden Lager, von Kosmos und Chaos, woran man das eine oder andere Lager erkennen kann, die Spuren, die sie hinterlassen, dass man auch, man schaut sich eine gewisse Situation an und kann dann grob abschätzen, welches Lager jetzt gerade dominiert? Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, das ist der berühmte Quick-Check, den du mal anfordert. Ja. Das geht nur mit großen Abstrichen. Es geht schon deswegen nicht oder ist, sagen wir mal, sehr schwierig, weil man ja ganz schnell in ein absolut ideologisches Fahrwasser geraten kann. Ne? Also ich sage jetzt bestimmte Dinge, aha, das ist da, also ist es negativ. Könnte man zum Beispiel jetzt sagen, ich sage mal bewusst an ein Beispiel von einem Philosophen, den ich hochschätze, verehre und in Teilen sogar bewundere, obwohl er in vielen Punkten ganz andere Dinge sagt, als ich das für richtig habe, Nietzsche. Also Nietzsche ist absoluter Atheist, er verkündet, Gott ist tot, die ganze moralische Weltordnung ist eine einzige Fiktion. Er verkündet das auf eine geniale, auf eine sprachlich umwerfende, also einfach einzigartige Weise. Alles das widerspreche ich eigentlich. Trotzdem halte ich Nietzsche für einen genialen Denker und bewundere ihn auch, weil dahinter ist noch was anderes. Da könnte man ihn ganz vereinseitigt jetzt auch in diese Ecke schieben, was manche religiöse Geister ja auch tun oder einfach ihn total ablehnen. Das finde ich vordergründig. Also ich bin ja auch nicht so, sagen wir mal, auch wenn ich nicht christlich bin, dass ich nun einen Mensch, der christlich orientiert ist, nun deswegen ablehne, weil er das ist. Das wäre ja viel zu simpel, weil die menschliche Seele ist ja auch sehr komplex
und sehr abgründig. Also vordergründig, ich könnte viele Punkte nennen, das können wir auch noch tun. Man sieht das natürlich, man sieht es ja auch in der Physik, das habe ich ja auch angedeutet. Also die Entwicklung der Kernspaltung bis hin zur Atombombe ist auf jeden Fall ein satanischer Griff in die Materie. Das haben die Physiker übrigens selber sehr früh gewusst. Ich habe ja zitiert in dem Einstein-Video, glaube ich, das letzte Mal, den Robert Oppenheimer, den Chef des Manhattan-Projekts, als die Atombombe dann explodierte in der Wüste von Nevada am 16. Juli 1945, als diese Vision gegen eine sahen Shiva, den auferstandenen Christus. Und dann hat Oppenheimer gesagt, wir haben die Arbeit des Teufels getan. Und viele haben ähnlich das empfunden. Also da ist offenbar was passiert. Und da ist die Frage, wie kommt es dazu? Kann man das der Physik anlasten? Und wo ist die Weichenstellung in diese Richtung erfolgt überhaupt? Darüber habe ich mich ja eingehend geäußert und darüber auch viel geschrieben und nachgedacht. Wo ist denn diese Weichenstellung? Da kann man ganz klar sagen, auch wenn jetzt viele, auch spirituelle Geister, so weit gehen zu sagen, was ich absurd finde, das ist alles Energien. Das ist halt das in die Energie. Ein nichtssagendes, schwammiges, im Grunde Wischiwaschi-Wort, was gar nichts mehr erklärt, wenn man es nicht genau sagt, was man damit verbindet. Das ist auf jeden Fall negativ. Ich glaube ja auch, dass die atonale Musik in dieser Form so ein Fehlgriff ist. Ich habe ja auch ausführlich zur Musik mich geäußert, ja auch in den Videos zum Teil. Also ich glaube, dass auch in bestimmter Form der Musik das Kosmische sich spiegelt und dass die atonale Musik in dieser Form ein Fehlgriff ist. Ja. Nicht, dass es nicht immer wieder Disharmonien gibt, aber sie werden eingebunden in die Harmonie und die Disharmonie ist nicht ein Wert für sich und da bleibt es nicht stehen. Also da könnte man viele Punkte nennen. Mir persönlich fällt es immer auf, wenn ich durch Museen laufe. Es gibt die moderne Kunst, die in den meisten Ausprägungen heutzutage, es scheint mir immer mehr zu eskalieren, absolut ins Formlose abdriftet. Man schaut sich Statuen nach den 50er Jahren an, die jetzt in die öffentlichen Räume gestellt werden, einfach nur den Raum zerreißen, einfach nur dahin geklatschte. Formlosigkeit. Das ist für mich persönlich ein Ausdruck darin, in der Kunst ganz eindeutig. Es gibt ja dieses berühmte Wort im Neuplatonismus, was ja in den Menschen irgendwie auch drin ist. Das Gute ist das Wahre und auch das Schöne. Viele würden sagen, das ist ja eine wunderbare, idealistische Vorstellung, das hat ja mit der Realität nichts zu tun. Moment, das Gute ist das Schöne und das Wahre. Ist das so absurd? Ist nicht auch das Gute in gewisser Weise das Wahre? Da sind wir nämlich auch bei dem Punkt von Wahrheit und Lüge. Ja. Was ist denn wahr und was ist nicht wahr im Sinne von auch positiv gesetzter Lüge? Also wahr und nicht wahr und schön und hässlich. Und was du da ansprichst, ist, dass natürlich die Kunst von einem bestimmten Punkt an auch das Hässliche zelebriert. Das Hässliche, weil das Schöne ist die Lüge. Da wird es ja umgedreht. Da wird gesagt, das Schöne ist die Lüge, weil sie verstellt letztendlich etwas quasi Faschistoides schon. Weil wer das Schöne feiert, der ist schon halber Faschist. Man hat jetzt übertrieben gesagt. Ja? Man zelebriert das Hässliche. Und was ja auch tatsächlich ein wichtiges Prinzip ist. Aber das schwingt da hinein. Das Gute, das Schöne, das Wahre. Ohne dass ich nun ein Matador wäre der simplen Gleichsetzung dieser drei Dinge, das bin ich nicht. Obwohl es gibt einen tiefen Zusammenhang, der sogar die von mir viel kritisierten abstrakten Naturwissenschaften noch beseelt und befeuert und anspornt. Heisenberg ist da ein typisches Beispiel. Er hat oft gesagt, bei Unklarheiten, irgendwelche Formeln, wenn die Formel schön ist, ist sie auch wahr. Oft sprechen ja die Physiker auch von der Eleganz ihrer Formeln, Theorien. Eine einfache Formel ist, also sie ist einfach, schlicht, deswegen ist sie nicht simpel, aber sie ist auch schön und deswegen ist sie auch wahr. Selbst Einstein hatte solche Vorstellungen, ging auch von der, auch als Spinozist, der er letztlich ja auch war, von einer Weltharmonie aus, die sich in der
in den Gesetzen spiegelt und dass das auch etwas tatsächlich Göttliches ist und auch Harmonisches. Er glaubte auch dem Geheimnis des Alten, dem Geheimnis Gottes auf der Spur zu sein. Ihm ist es nicht gelungen, das hat er auch zugegeben. Aber auch sein Kampf gegen die Quantentheorie war davon gespeist, dass so geht es nicht, der Alte würfelt nicht. Als Beispiel. Also es gibt im Menschen eine tiefe Verankerung, dass das Gute, das Wahre und das Schöne auch irgendwie identisch sind oder zumindest eng zusammengehören, sagen wir mal. Aber auch da muss man sehr vorsichtig sein, das nicht zur Ideologie zu machen. Ja, bestes Beispiel sind da ja auch die ganzen Public Relations Agencies, die ja sehr, sehr schöne Image-Kampagnen aufsetzen, die wirklich sehr elegant und durchgestylt sind. Ganz richtig. Aber häufig dann einen bestimmten Zweck verfolgen, der nicht immer das Wahre verkörpert. Man kann natürlich auch sagen, im Sinne von Lao Tse, ganz andere Haltung, wahre Worte sind nicht schön. Schöne Worte sind nicht wahr. Heißt im Tao Te Ching. Aha. Das heißt aber auch dann wohl, schön gesetzte Worte können auch lügenhaft sein. Die Schönheit als solche ist kein Garant für Wahrheit. Und das wiederum wird in der griechischen Götterwelt dann auch aufgenommen, in der einen oder anderen Göttin, die Aphrodite Porne zum Beispiel. Das weiß ich jetzt im Moment nicht. Aber es ist natürlich, man kann auch das schön gesetzte Wort, kann auch deswegen schön, raffiniert schön, gesetzt sein, weil es um Lüge geht, die verbreitet werden soll. Da könnte man natürlich sagen, das führt jetzt in die Abgründe der Ästhetik, sind sie dann wirklich schön oder müsste man das nicht eigentlich durchschauen? Das ist schwierig, so leicht sind die Dinge nicht zu durchschauen. Menschen sind zu täuschen auf ganzer Linie, aber ich würde schon sagen, in der Musik kann man es sagen. Denn eine Musik in höchster Form ist nicht einfach herstellbar. Also sieht man ja deutlich, wir haben ja kürzlich das Requiem gehört von Mozart, die man ahnt dann an der Stelle, wo es nicht weitergeht, da ist es dann eben weitergeschrieben worden von anderen, etwa von Süßmeier, aber es ist nicht mehr original Mozart, man sieht da einen Unterschied. Also es kann man nicht so herstellen, aber die Schönheit der mozartschen Musik, sage ich mal, bei Beethoven ist es wieder anders, ist auch ein Garant für Wahrheit. Also für mich ist die mozartsche Musik auch wahr. Sie ist auch wirklich, sie ist im Sein verankert. Das sage ich ja auch grundsätzlich über Musik und die Verbindung zum Universum. Damit ist etwas ausgedrückt. Also wir haben jetzt schon dieses Geisterringen zwischen Kosmos und Chaos beleuchtet im Ästhetischen. In seinen philosophischen Grundlagen. Jetzt würde ich es gerne auch nochmal im zeitlichen Ablauf betrachten, weil du hast dezidiert hier die Erde angesprochen und die Geschichte, wie sie abgelaufen ist. Könntest du uns, also da steckt ja ein dramaturgisches Element drin, gibt es da einen gewissen Erzählbogen, den du uns da geben könntest, wie sich, welche Punkte beide Lager besetzen, weil in einem Ring gibt es ja wie in einem Krieg bestimmte Stellungen, die erobert werden. Das scheinen mir persönlich dann wichtige philosophische Fragen zum Beispiel zu sein, die auf die eine oder auf die andere Art beantwortet werden müssen. Und da kommt dann ja ein zeitliches, dramatisches Element rein, verbunden mit philosophischen Grundfragestellungen. Gibt es da eine Skizze der Geschichte hier auf der Erde? Des Geistergeringens, wie sie sich entfaltet in der Geschichte. Ja, das kann ich nur auch skizzenhaft machen, nur tupferhaft sozusagen. Mhm. Es gibt natürlich Protagonisten für bestimmte Entwicklungen. Die auch immer wieder herangezogen werden, die großen Geister der Geschichte. Weichensteller, könnte man sagen. Ja, Weichensteller, also grundsätzlich, also die so fundamentale Weichen gestellt haben, dass sie immer wieder erwähnt werden und werden immer wieder auch bewundert. Nun kann man natürlich fragen, wenn bestimmte Entwicklungen sich eindeutig als negativ erwiesen haben, jetzt nehme ich nochmal das Beispiel der Atombombe, wo setzt das an? Man kann natürlich sagen, selbst Weizsäcker hat es mal gesagt, eigentlich ist in
Karl Friedrich von Weizsäcker, der Physiker und Philosoph, eigentlich schon Galilei die Atombombe angelegt. Ich würde mich sagen, wieso soll denn da Galilei die Atombombe angelegt sein? Er hat seine Experimente gemacht und was soll das? Die Frage, wo ist das, wo setzt das an? Es gibt also Weichensteller, die in einem, wo das Ganze in eine bestimmte Richtung läuft, wo man zunächst noch gar nichts ahnt, wie das ist. Das ist natürlich auch mit Sokrates, kann man jetzt Sokrates heranführen. Nietzsche ist ja der große Gegner des Sokrates auch. Und dass er eben das Nichtwissen propagiert und das begriffliche Denken, das gilt ja als große Leistung. Die Athener hatten so eine elementare Wahrnehmung, ein Wissen noch um, wie die Dinge sind, aber Sokrates war als absolut rationaler Geist, ist da durch Athen gelaufen und hat die Leute wahnsinnig gemacht, indem er versucht hat, sie und ihnen nahegebracht hat, dass sie gar nichts wissen. Und er sagte, er weiß auch überhaupt nichts. Das ist natürlich auch oft gesehen worden als eine Machtergreifung des Nichtwissens, was aber auch unecht ist. Also die, auch kann man darüber reden, was war das für eine Weichenstellung? Was hat das gemacht mit der griechischen Philosophie? Da hat man gute Gründe zu sagen, dass die vorsokratische Philosophie, nehmen wir mal an auch Parmenides, aber auch Heraklit bzw. Herakleitos und andere, dass da eine große kosmologische Vision auch vorhanden war. Leider kennen wir von Herakleitos nur Fragmente. Sein Werk von der Natur kennen wir nur über Zitate bei anderen. Aber was dann mit Sokrates angefangen hat, war etwas ganz anderes. Eine, sozusagen wie ein Bruch. Wie ein Bruch. Und da fing eine andere Geistigkeit an. Und bei Platon kann man es auch sehen. Der Platon ist eine eigenartige, ambivalente Figur. Auf der einen Seite hat er noch das alte, großartige, kosmologische Wissen der Alten. Er redet von der Weltseele, vom Kugelkosmos und so weiter. Und doch ist er dann ganz stark beeinflusst von dem Begriffsfetischismus, sage ich mal, des Sokrates, der Überzeugung, dass man sich nur äußern kann, wenn man ganz glasklare Begriffe hat. Und das ist ja der Rationalismus pur. Und das waren ja auch die Sophisten in Griechenland als Parallelströmung, die ja schon alles angezweifelt haben. Schon in Griechenland gab es ja die Sophisten, die alles angezweifelt haben. Es gibt kein Gut, es gibt kein Böse, es gibt keine Erkenntnis. Das hat es ja schon gegeben vor 2500 Jahren. Und das ist ein skeptizistischer Grundimpuls oder ein auch verneinender Grundimpuls. Damit wird auch Wahrheit destruiert und zerstört. Es gibt keine Wahrheit. Einer kann es so denken, anderer sieht es eben anders. Wenn du es so denkst, ist es deine Privatmeinung. Aber letztendlich, Wahrheit ist nicht erreichbar, sondern es ist nur modellhafte Abbildung erreichbar. Und da sind natürlich bestimmte Entwicklungen eingeleitet, die auch fatal sind. Weil letztendlich geht es ja doch um Erkenntnis jedweder Art, auch naturwissenschaftlicher Art, im Letzten darum, wie die Dinge wirklich sind. Ich glaube, auch jeder Mensch hat ein tiefes Bedürfnis danach zu wissen, sage ich mal, wie die Dinge sind. Er hat also ein gewisses Streben nach Wahrheit, auch wenn ihn die Wahrheit vielleicht erschreckt. Es kann auch sein, dass er das sozusagen abblockt. Aber im Letzten geht es doch darum, also mir als Philosoph geht es im Letzten darum, wie die Dinge wirklich sind. Mich interessiert eigentlich nur die Wirklichkeit. Mir ist mal aufgefallen, dass wenn man davon ausgeht, dass Wahrheit nicht vorhanden ist, dann folgt daraus notwendigerweise Krieg. Denn die einzige Möglichkeit, mit einem anderen Menschen übereinzukommen, ist, wenn man übereinstimmt auf der Grundlage der Wahrheit. Das ist die einzige Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen. Ansonsten hat man immer nur Memes, jetzt um in einer neuen Sprache zu bleiben, die gegeneinander antreten. Und dann wird einfach nur das sich durchsetzen, was die meiste Masse hinter seinem Meme hat. Also die stärksten Memes setzen sich durch in einem notwendigerweise konflikthaften Gegeneinandersetzen. Ja. Man muss ja auch grundsätzlich sagen, meine Wahrheit ist ja auch, alle diese Begriffe, darüber muss man sich immer wieder im Klaren sein, sind ja auch kontaminiert. Sie sind vergiftet. Jeder Begriff, den man verwendet. Überall gibt es schon welche, die haben das besetzt.
die Wahrheit. Viele haben die Wahrheit ja ohnehin in der Tasche und argumentieren ja auch so. Fundamentalistische Strömungen wissen ja sowieso, wie alles ist und hören gar nicht hin, wenn man was anderes sagt. Es ist ja so, das ist ja auch der Dogmatismus und die Ideologie, das ist ja überall vertreten, auch bis hin zur Privatideologie. Einer weiß sowieso ganz genau, wie alles ist, hört überhaupt nicht hin, wenn der andere irgendwas sagt. Also diese Begriffe sind kontaminiert, aber trotzdem haben sie eine gewisse Würde. Für mich hat der Begriff Wahrheit nicht seine Würde verloren. Ich finde immer noch das Wahrheitsstreben sinnvoll. Und die Lüge auf jeden Fall ist bekämpfenswert. Du hast jetzt als Hochphase in diesem Geisterring auf der Menschheitsgeschichte hast du jetzt das antike Griechenland hervorgehoben und das 20. Jahrhundert mit der Entwicklung der Atombombe. Lange davor schon, ne? Also ja, genau. Lange also angelegt, antike Griechenland als mögliche erste Weichenstellung, die hinterher zur Atombombe führt. Gibt es noch andere Hochphasen, die dir jetzt aufgefallen sind, die du als besonders prägnant und wichtig in der Erdgeschichte. Was meinst du jetzt? Du meinst im Negativen oder im Positiven? Wo du sagen würdest, da stand es spitz auf Knopf und so ist es in die Richtung ausgegangen. Oder welche beiden Beantwortungen einer zentralen Frage standen sich zum Beispiel im Mittelalter gegenüber oder jetzt 16. Jahrhundert, Giordano Bruno zum Beispiel? Ja, da kann man es ja schön zeigen. Ne? Also wenn du jetzt nochmal das 16. Jahrhundert anführst, da sieht man ja, dass bei Giordano Bruno, dass es eine Alternative gegeben hat zu dem Abstraktionismus. Die hat es gegeben, die hat Bruno in einem riesigen Werk dargestellt, an das man auch anknüpfen kann, an das auch ich anknüpfe. Und es gab Alternativen und es war eine Weichenstellung, aber diese eine Richtung hat eben die Dominanz gehabt, die andere Richtung wurde weitgehend unterdrückt. Bruno wurde nicht zufällig auch dann umgebracht. Also auch da wieder das Massenmeme setzt sich durch, das Meme der großen Masse. Ja, und es hat sich eine andere Strömung durchgesetzt. Das kann man klar sagen. Natürlich ist auch die sehr alt. Man kann die auf die Ägypter zurückführen und noch älter, womöglich. Also es sind ja auch alte Weichenstellungen, die ganz tief verankert sind, auch mit der Pyramide und so weiter. Ne? Da kann man ein Riesenthema, da hat wunderbar, ein Buch möchte ich anführen, das von Louis Mumford, der Mythos der Maschine aus den 60er Jahren, ein brillantes Werk, wo er das ganz sehr schön alles analysiert. Nicht? Das Mythos der Maschine, 64 in dem Dreh erschienen und im Deutsch, glaube ich, erst einmal 1977. Damals erschien der Reifische Alternativ. Also das ist ein wunderbares Werk, der hat das dargestellt. Bei Krause gibt es noch andere Überlegungen, auch zur Pyramide und zu den Weichenstellungen dort. Das kann man jetzt im Einzelnen nicht alles darstellen, das würde viel zu weit führen. Aber es gibt immer auch Weichenstellungen, das ist auch heute natürlich, in dieser zugespitzten, extremen Lage. Es gab oder eine Weichenstellung etwa 600 vor Christus ungefähr. Da war in Indien, war es dann Buddha, ein bisschen später, man weiß ja nicht genau, wann Buddha gelebt hat, man kann es nur ungefähr sagen, oder in China, und, oder auch in der Philosophie, oder auch bei den jüdischen Propheten, Jeremias und Jesaja und so weiter, da gab es wunderbare große Anknüpfungen, wunderbare tiefe Impulse. Auch wenn man sagen könnte, was hat ein Laozi zu tun mit Jesaja und Jeremia? Zunächst mal gar nichts. Trotzdem gibt es da wunderbare, tiefe, tief angelegte Impulse. Da war etwas angelegt, das ist alles niedergewalzt worden dann im Laufe der Zeit. Und viele gute Impulse sind versandet, sind versackt oder sind irgendwie pervertiert. Das ist einfach so. Also oder Goethe, Newton, da haben wir ja auch drüber gesprochen, oder vielerlei Hinsicht. Also. Und ich will gar nicht jetzt auf die Geschichte der Religionen eingehen, wo sie, wie in welche Weichen dargestellt worden sind. Da kommt man auch in ein riesiges Thema hinein. Also. Und jetzt gegenüber diesen großen Weichenstellern, wie relevant ist dann das Handeln jedes Einzelnen in diesem Geisterring? Da will ich gleich drauf eingehen und wer es tun. Aber wir wollen trotzdem, möchten nachher nochmal auf die Konstellation im Faust bei Goethe eingehen, weil es sehr schön nochmal Punkte beleuchtet.
weil das sonst untergeht. Mhm. Darf ich das noch kurz gerne anführen? Weil wir den Faust ja an den Anfang gestellt hatten. Mhm. Da möchte ich ganz kurz sagen, was wunderbar von Goethe auf den Punkt gebracht. Ob man das nun akzeptiert oder nicht, es ist genial literarisch dargestellt. Was nicht so bekannt ist, jedenfalls den meisten nicht, ist, dass sich ja Goethe ganz stark aufs Alte Testament bezieht, auf das Buch Hiob. Nicht? Da, ich habe mal ausnahmsweise, habe ich mal jetzt hier einen kurzen 10 Zeilen aus Wikipedia hier rauskopiert, weil das wirklich ganz gut zusammengefasst ist. Da heißt es nämlich folgendermaßen: Die ausführlichste Darstellung, die ein Engel mit dem Titel Satan in Gottes Auftrag wirkt, das tut er nämlich im Judentum, ist also Satan eine Bezeichnung für Menschen oder für Engel, nicht für ein metaphysisches Urprinzip. Also, in der ein Engel mit dem Titel Satan in Gottes Auftrag wirkt, findet sich im Buch Hiob. Die Erzählung beginnt mit der Szene am himmlischen Gerichtshof, bei dem Gott und ein Engel anwesend sind. Dieser eine Engel wird als Satan bezeichnet. Aufgrund des Einwands des Engels, Satans, in dieser göttlichen Gerichtshofrunde, der als Ankläger, also Satan fungiert, kommt es zu einem Vorwurf an Gott. Der fromme und wohlhabende Hiob halte Gott nur deshalb die Treue, weil Gott um ihn herum kein Unglück zulässt. Kurzum, ihm geht's gut. Er redet von Gott, ist Gott gefällig. Aber wenn man ihm das alles wegnimmt, was ist dann? Daraufhin gestattet Gott Satan, Hiobs Gottvertrauen auf die Probe zu stellen. Einfach ihm alles wegnehmen. Trotz des Unglücks und trotz der leidvollen Krankheit, die den nichtsahnenden Hiob daraufhin im Auftrag Gottes ereilen, akzeptiert Hiob sein trauriges Los und flucht seinem Gott nicht. Er kritisiert ihn jedoch. Er flucht ihn nicht, aber er kritisiert ihn und besteht darauf, dass er nichts Unrechtes getan habe. Hiobs Freunde sind davon überzeugt, dass er ein Unrecht begangen haben müsse, denn Gott lasse es nicht zu, dass ein Unschuldiger so viel Unglück zu erleiden habe. Damit wird der Einwand des Engels widerlegt, es gebe keinen Menschen, der Gott in jeder Situation treu bleibe oder nicht von Gott abfalle, sobald es ihm aus menschlicher Sicht schlecht ergehe. Wer den Faust kennt, weiß, dass hier die Quelle ist, des Prologs im Himmel, der Wette. Auch hier ist es eigentlich eine Wette. Satan, der Engel, wettet. Ich nehme dem alles weg und dann sehen wir mal, was passiert. Und bei Goethe heißt es nun anders. Da hören Sie sofort die Beeinflussung. Der Herr, da sind drei Erzengel und dann taucht Mephistopheles aus. Kennst du den Faust? Mephisto, den Doktor? Meinen Knecht. Mephisto, fürwahr, er dient euch auf besondere Weise. Nicht irdisch ist es Toren, Drang noch Speise. Ihn treibt die Gärung in die Ferne. Er ist sich seiner Torheit, Tollheit halb bewusst. Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne und von der Erde jede höchste Lust. Und alle Nähe und alle Ferne befriedigt nicht die tief bewegte Brust. Der Herr, wenn immer jetzt auch nur verworren dient, so werde ich bald ihn in die Klarheit führen. Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchen grünt, dass Blüt und Frucht die künftigen Jahre ziehen. Und Mephisto, was wettet ihr? Den sollt ihr noch verlieren, wenn ihr mir die Erlaubnis gebt, in meine Straße Sacht zu führen. Der Herr, solange er auf der Erde lebt, solange sei dir nichts verboten. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Da danke ich euch, Mephistopheles. Denn mit den Toten habe ich mich niemals gern befangen. Am meisten liebe ich mir die vollen, frischen Wangen. Für einen Leichnam bin ich nicht zu Hause. Weg ist wie der Katze mit der Maus. Der Herr, nun gut. Es sei dir überlassen. Also der Herr, die überlegene Instanz, es sei dir überlassen. Du kannst das machen. Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab und für ihn kannst du ihn erfassen auf deinem Wege mit herab und steh beschämt, wenn du bekennen musst,
Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohlbewusst. Mephisto, schon gut, nur dauert es nicht lange. Mir ist um meine Wette gar nicht bange. Wenn ich zu meinem Zweck gelange, erlaubte mir Triumph aus voller Brust. Staub soll er fressen und mit Lust, wie meine Muhme die berühmte Schlange. So, diese Wette zwischen Mephistopheles, Satan im Sinne von Hiob und dem Herrn, entspricht nun, also diese Wette entspricht nun eine Wette von Faust und Mephisto. Faust ergibt sich ja nicht einfach dem Teufel, sondern er macht das unter einer bestimmten Bedingung, was man leicht außer Acht lassen kann. Im alten Volksbuch des Faustus ist ja der Faust einfach der, der sich dem Teufel übergibt. Bei Goethe ist es aber anders. Faust ist mit dem Dasein zutiefst unzufrieden. Ja, das Dasein ist ihm einfach eine Last. Er glaubt, dass er niemals, jemals sagen würde, zu einem Augenblick, ja, hier ist es schön, hier ist es gut, das soll ewig währen. Jetzt kommt die Wette zwischen den beiden. Faust, werd ich beruhigt, je mich auf ein Faulbett legen, so sei es gleich um mich getan. Kannst du, wie bist du, mich schmeichelnd je belügen, dass ich mir selbst gefallen mag? Kannst du mich mit Genuss betrügen? Das sei für mich der letzte Tag. Die Wette biete ich. Mephistopheles, top. Faust und Schlag auf Schlag. Faust, werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch. Du bist so schön. Dann magst du mich in Fesseln schlagen. Dann will ich gern zugrunde gehen. Dann mag die Totenglocke schallen. Dann bist du deines Dienstes frei. Die Uhr mag stehen, der Zeiger fallen. Es sei die Zeit für mich vorbei. Mephisto, bedenk es wohl. Wir werden's nicht vergessen. Faust, dazu hast du ein volles Recht. Ich habe mich nicht freventlich vermessen. Wie ich beharre, bin ich Knecht. Ob dein was, frag ich, oder wessen? So, jetzt die Frage, wer gewinnt die Wette? Beide wetten. Wer gewinnt die Wette eigentlich? Sagt Faust, wenn man jetzt den ganzen Faust nur noch mal, vielleicht für die auch literarisch Interessierten, wie geht dann das Ganze aus? Wer gewinnt die Wette? Darauf kann man ganz klar sagen, formal gewinnt Mephisto die Wette. In der Tiefe aber gewinnt Faust die Wette. Das wird unterschieden. Faust hat dann erblindet die Vision, er will Sümpfe trockenlegen, Kanäle ziehen und Sümpfe trockenlegen. Ja, und das ist der Weisheit letzter Schluss, nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Und so verbringt, um Ringen von Gefahr, hier Kind, Mann und Kreis, ein tüchtig Jahr, wunderbar vertont von Robert Schumann übrigens, solch ein Gewimmel möchte ich sehen, auf freiem Grund, mit freiem Volke stehen. Jetzt zum Augenblicke dürft ich sagen, dürft ich dann sagen, verweile doch, du bist so schön, es kann die Spur von meinen Erdentagen nichts in Äonen untergehen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Im Vorgefühl von solchem hohen Glück genieße ich jetzt den höchsten Augenblick. Im Vorgefühl, dass ich es einmal sagen werde, sag ich's jetzt. Genieße ich jetzt den höchsten Augenblick. Dann, Faust sinkt zurück, die Lemuren fassen ihn auf und legen ihn auf den Boden. Mephistopheles, ihn sättigt keine Lust, ihm genügt kein Glück. So buhlt er fort nach wechselnden Gestalten. Er sieht es aus seiner Sicht. Den letzten schlechten, leeren Augenblick, der Arme wünscht ihn festzuhalten, der mir so kräftig widerstand. Die Zeit wird Herr, der Greis Lier liegt im Sand, die Uhr steht still, Chor steht still. Wie Mitternacht der Zeiger fällt, Mephisto, er fällt, es ist vorbei.
Es ist vorbei. Jetzt, Mephistopheles, vorbei, ein dummes Wort. Warum vorbei? Vorbei und reines Nichts, vollkommenes Einerlei. Was soll uns denn das ewige Schaffen, Geschaffenes zu Nichts wegzuraffen? Geist vorbei, was ist daran zu lesen? Es ist so gut, als wäre es nicht gewesen. Und treibt sich doch im Kreis, als wenn es wäre. Ich liebte mir dafür das ewig Leere. Und jetzt will er dem Herrn den Zettel vorzeigen. Mit Blut ist es ja unterschrieben. Der Körper liegt und will der Geist entfliehen. Ich zeige ihm rasch den blutgeschriebenen Titel. Doch leider hat man jetzt so viele Mittel, dem Teufel Seelen zu entziehen. So, dann kommt diese wunderbare Schlussszene im Faust, die mich schon als Schüler zum ersten Mal das gelesen habe, furchtbar aufgeregt hat. Ich fand sie platt und auch sprachlich nicht gut. Diese Erlösungsszene des Faust am Ende. Er wird dann gerettet, er hat eigentlich formal gesehen die Wette verloren. Aber gut, auf jeden Fall, es ist hier ein Teufelspakt besonderer Art. Es geht um eine Wette. Und die geht wieder zurück auf die Wette von Mephisto und dem Herrn. Auch da ist die Wette, hat Mephisto gewonnen. Er hat den Geist von seinem Urquell abgezogen. Und doch auch wieder nicht. Weil in der Tiefe ist es anders. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen, heißt es dann. Ja, also gut. Das nur nochmal zu Faust. Also da ist es sehr schön dargestellt. Und auch Mephisto stellt sich ja dann selber auch vor als Geist, der verneint, aber auch als jemand, der letztendlich dem Herrn untertan ist. Doch weil es alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Und ein Teil der Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft, also er ist untergeordnet. Da hat man diese Vorstellung. Und wir haben ja auch die Vorstellung schon besprochen, dass man ja auch das Böse als ein Grundprinzip sehen kann, das nicht dem Göttlichen untertan ist, sondern ein ewiger Widersacher. Der ewige Widersacher, der immer mitspielt. Jetzt zu deiner anderen Frage nochmal. Genau. Also, kannst du die nochmal stellen, bitte? Ja, es ging darum, nach dem Exkurs über den Faust jetzt als Illustration dieser Hiobswette und dieses Widersachertums für den Herrn. In diesen Geisterringen haben wir das Beispiel jetzt Faust gesehen. Wie ist es mit jedem Einzelnen, wo es sonst doch nur auf die großen Geister ankommt? Wie verhält es sich mit jedem Einzelnen in diesen Geisterringen? Was ist da? Naja, wenn es dieses Geist, muss man so sagen, wenn ich die Prämisse setze, es gibt dieses Geisterringen, es gibt diesen Widerstreit der Kräfte, es gibt das schöpferische Prinzip und es gibt das Widersacherprinzip, dann ist das universell gültig, wenn es das gibt. Oder man sagt, es gibt es gar nicht. Es ist nur eine Fiktion oder es ist eine Fantasie, wie auch immer. Krause, Schelling, Böhm und so weiter. Gut, also wenn es das wirklich gibt, dann ist doch niemand davon ausgenommen. Dann ist es grundsätzlich so. Jeder ist davon betroffen, in unterschiedlichen Graden. Und jeder muss in irgendeiner Form Stellung beziehen. In irgendeiner Form. Das ist ja auch in anderen Vorstellungen, auch im Buddhismus, wenn es um Erlösung, Selbsterlösung im Sinne der Buddhaschaft geht, ist ja auch immer wieder eine neue Entscheidung. Über viele Inkarnationen hinweg. Der Einzelne muss Stellung beziehen. Er kann sagen, das will ich gar nicht. Ich will überhaupt keine Stellung beziehen. Das halte ich für falsch, das ist eine Fiktion, das interessiert mich gar nicht. Gut, dann habe ich ja immer wieder gesagt in dem Zusammenhang, auch wenn man bestimmte Fragen nie gestellt hat und diese Fragen selber für vollkommen abwegig hält, ja geradezu empört zurückweist, was soll denn dieser Blödsinn? Mich hier in diese metaphysische Welt hinein zu stellen, das lehne ich total ab, dann beantwortet er doch bereits die Frage, weil jeder Einzelne beantwortet Fragen, die er nie gestellt hat, durch sein Leben. Jeder lebt ja konkret und lebt ja in diesen Zusammenhängen, auch wenn er eingespannt ist und wenn er wie immer konstelliert sein Leben führen muss, auch oft fürchterlich oder mal wieder frei, in freieren Zusammenhängen.
Er muss sich entscheiden, er steht dazu, er steht in einem bestimmten Kontext. Und da hat er Entscheidungen zu treffen. Letztlich weiß er nicht im Normalfall, was seine Entscheidungen in der Tiefe langfristig für Folgen haben. Manchmal weiß er das oder er ahnt es. Er hat ein dumpfes Gefühl, das war nicht richtig. Wir haben ja auch schon über diese Freiheitsfrage gesprochen. Wie ist das dann mit der Freiheit? Da sind wir nämlich wieder bei dem Punkt der Freiheit. Was ist denn dann mit der Freiheit? Wie frei ist denn der Einzelne in diesem ganzen Prozess? Ich würde sagen, das ist ja auch damit angesprochen. Wenn man bestimmte Weichen gestellt hat, dann, und man geht mal von mehreren Inkarnationen aus, dann ist anzunehmen, dass diese Weiche immer deutlicher sich zeigt. Das heißt, er kann dann nichts mehr ändern und nur noch mit großen Problemen ändern. So was man ja auch in der Einzelbiografie, wer jahrzehntelang etwas macht, hat große Probleme, nun plötzlich was anderes zu machen. Man sagt plötzlich, es ist alles falsch, was du gemacht hast, was einen ja niederschmettert. Plötzlich ist alles falsch, mein Gott, was habe ich getan mit meinem Leben? Ja, also, aber, also der Einzelne steht in dem Geisterring, aber man kann ihm natürlich nicht, das haben wir übrigens auch schon besprochen, in der Freiheitsfrage, man kann ihm natürlich nicht in einem absoluten Sinne die ganze Last auferlegen. Das ist unmöglich, das kann man bei Menschen nicht machen. Also man hat keiner das Recht dazu, das bei anderen Menschen zu tun. Aber es gibt die freie Entscheidung bis zu einem gewissen Grade. Dann wirkt aber was anderes. Und es gibt aber die großen Weichensteller haben natürlich Vorgaben gemacht. Und die helfen ja auch. Also wenn die Buddhisten sagen, es ist gut, wenn du in einer Epoche geboren wirst, wo du von dieser Lehre Kunde hast, dann ist es ja auch etwas Wunderbares. Du kannst sagen, gut, das gibt es. Es gibt also den Weg der Erlösung, in diesem Falle der Selbsterlösung oder der Befreiung von der Kette der Wiederverkörperung. Das ist gut so. Das hilft mir auch. Und es gibt ja auch Wegweiser, an denen man sich orientieren kann. Und es ist gut, wenn man von diesen Wegweiser gehört hat. Wenn man nie von diesen gehört hat, ist es immer schwieriger. Und da ist der Einzelne dann auch in der Verantwortung. Und die Verantwortung ist in unterschiedlichen Graden. Ich glaube auch, dass die obere, sagen wir mal, wenn man jetzt mal hierarchisch das so nennen möchte, natürlich gibt es da wieder gleich Einwände von allen möglichen Seiten, ist klar, wir nennen es mal jetzt so, wenn es also da bestimmte Ebenen gibt, dann ist natürlich einer, der eine bestimmte Führungsfunktion hat, auch in eine größere Verantwortung gestellt. Was zum Beispiel in China ganz bekannt war, der Kaiser trägt das Schicksal seines Volkes. Wenn der versagt und stürzt, und dann reißt er alles mit in den Abgrund. Das heißt, in ihm konstelliert und bündelt sich dann auch die Entscheidung, auch der vielen Einzelnen, die damit beigetragen haben. Also das kann man aber nicht so ausdifferenzieren, dass man genau sagen könnte, wie ist der Anteil jeweils. Das ist unmöglich. Das kann man gar nicht. Da müsste man ein absolutes Bewusstsein haben. Ein Bewusstsein, was sozusagen alle die entscheidende Sinnwelt völlig durchschlägt und allen Wahn einfach auf den Grund gehen kann in einer höheren kosmischen Schau. Unterhalb dieses Bewusstseins ist man letztendlich dann auch angewiesen auf Schlussfolgerungen, auf bestimmte Indizien. Und da ist jeder Einzelne auch irrtumsgefährdet, ist doch klar. Keiner ist da fern von Irrtum. Das Ganze ist ja auch schwierig. Oder man sagt eben, die ganze Frage ist mir zu schwierig, das lasse ich mal auf sich beruhen. Aber der Einzelne ist absolut jeder, ist da rein verstrickt. Übrigens auch die Tierwelt und die Pflanzenwelt und das Mineral, alles. Wenn es so ist, und wir wirklich in einem karmischen Universum leben, wenn es so ist, ich setze diese Prämisse, dann ist überall dieses Prinzip wirksam. Alles zielt darauf ab, auf höhere Bewusstheit und auch ein bisschen auf ein kosmisches Bewusstsein, vielleicht Atman-Bewusstsein, wie immer. Und das Buddhaschaft, wie das die Buddhisten sagen würden, oder es gibt ja auch andere Möglichkeiten, dass dem Menschen ist was angelegt. Und ich nenne es den kosmischen Anthropos.
Nicht? Also Grausenes sind von erlebten schöpferischen Menschen. Wenn das nicht angelegt wäre am Menschen als eine Unmöglichkeit, ist es schwierig mit der Würde des Menschen. Ich finde, das gehört zur Würde des Menschen, dass da etwas in ihm angelegt ist, was über ihn weit hinausgeht, was ihn aber ermöglicht. Da ist eine Aufgabe und ist eine große Würde, auch wenn er also sagt, das überfordert mich, ich bin doch so klein, was, da kann ich doch gar nichts machen. Ja, aber es gibt dann doch Schritte, die auch er tun kann oder sie tun kann, je nachdem. Da, aber man kann darauf eine pauschale Antwort, sozusagen griffig, die man schwarz auf weiß mit sich rumtragen und anderen zeigen kann, das hat der Kirchhoff gesagt, schlecht bringen, weil das wäre vermessen, das im Einzelnen so zu benennen. Aber ich plädiere dafür, dass man die Menschenwürde so definiert, dass man sie von der Höhe aus definiert und nicht von unten, sondern von oben und nicht von unten aus definiert. Von den hohen Möglichkeiten des Menschseins aus, finde ich sinnvoll. Ich tue es jedenfalls. Gut. Also, mit diesen vier Polen, die wir jetzt abgesteckt haben, gut, böse, jetzt Anfang und Ende oder Ziel, haben wir jetzt eine Vision des Kosmos aufgebaut. Wir haben uns angeguckt, den Dualismus gegenüber monistischen Geistesströmungen, auch untersucht anhand auch Schellings, wie das Böse in diese monistische Welt kommt. Du hast uns deine Philosophie von Kosmos und Chaos erläutert. Skizzenhaft. Skizzenhaft natürlich nur, was beide Lager wollen, worin sie sich äußern und auch wie sie in einem Geisterring in geschichtlichen Hochphasen bestimmte Basen besetzen. Da sehen wir dann dieses Prinzip des Weichenstellers oder jetzt zum Schluss der chinesische Kaiser, der an der Spitze des Volkes steht und mit ihm dann auch das Volk fallen kann, wie es vielleicht auch ein, zwei Mal passiert ist in der Geschichte. Und zum Schluss, wie der Einzelne auch an diesem Geisterring teilhat, ob es jetzt im Kleinen ist oder im ganz Großen. Ich möchte mich im Namen der Zuschauer und in meinem Namen für dieses philosophische Gespräch bedanken. Jochen Kirchhoff, vielen Dank.